Die Gemeinde Wolfertschwenden. Etwa 1900 Einwohner leben hier in einer Lage, von der Menschen andererorts oft nur träumen können. Im Prinzip also eine Gemeinde, wie so viele andere auch im Allgäu. Genau hierher hat die IHK gestern Vertreter von Politik und kommunalen Verbänden eingeladen. Ziel war es, sie zu informieren, wie dem Strukturwandel im Einzelhandel, gerade im ländlichen Raum, begegnet werden kann. Denn die Zahl der Läden in Dörfern nimmt stetig ab. Es ist eigentlich schade, dass die Fragen meistens erst kommen, wenn die Strukturen weggebrochen sind, also wenn Einrichtungen nicht mehr da sind. Dann werden wir von Pronar gefragt, ja, was könnte man denn tun? Darum versuchen wir, über das Thema Bewusstseinsbildung im Vorfeld schon zu sensibilisieren. Wir sind immer wieder auch eingeladen bei Kommunen und können dem Gemeinderat aufzeigen, welche Lösungsansätze es gibt. Und dann merkt man erst in der Diskussion, dass eigentlich Strukturen brüchig sind. Ein Beispiel, wie es funktionieren kann, konnten sich die Teilnehmer im Dorfladen in Wolfertschwenden ansehen. Seit 7 Jahren ist er einer der Eckpfeiler in der Nahversorgung des Ortes. Die Gemeinde ist an seinem Betrieb beteiligt. Wichtig, um solche Läden neu in einem Dorf zu etablieren, sei vor allem, dass sich die Menschen mit ihm identifizierten. Der Bürgermeister, der Gemeinderat, Stadtrat, der kann die Weichen stellen. Er kann analysieren, er kann eine Strategiediskussion ansteuern, er kann es moderieren, aber er muss die Bürger mit erreichen, dass die Bürger sich beteiligen. Und wenn wir es schaffen, dass wir Bürger auch finanziell beteiligen, ideell beteiligen an einem Dorfladen, einer Dorfladengesellschaft oder Genossenschaft, haben die natürlich einen ganz anderen Bezug, weil sie sagen, der gehört eigentlich mit mir. Und ich denke, wenn ich im eigenen Laden einkaufe, habe ich einen anderen Bezug, als wenn ich bei einem Fremden einkaufe. Die Bedeutung von Dorfläden wird in den kommenden Jahren sogar noch zunehmen. Grund dafür sei die immer älter werdende Gesellschaft, Stichwort demografischer Wandel. Der wird uns innerhalb der nächsten 10 Jahre natürlich erwischen. Und hier ist es natürlich auch über so einen Dorfladen dann wieder einfacher, die Kunden in die Mitte zu locken und ihnen hier auch die zentrale Versorgung zu ermöglichen. Ein Dorfladen kann aber nicht nur die Menschen wohnortnah mit Lebensmitteln versorgen. Er spielt auch eine wichtige Rolle innerhalb einer Dorfgesellschaft. Diese Erfahrung hat man in Wolfertschwenden gemacht. Ja, das ist ein sehr entscheidender Punkt, denn wenn es in der Gemeinde keine Kommunikationspunkte mehr gibt, keine Orte mehr gibt, Gastwirtschaft, einen Laden, vielleicht auch die Kirche, dann entfremdet man sich im Ort und dann verliert man auch die Wurzeln zu seiner Gemeinde. Und das wäre vermutlich fatal für ein Dorf. Immerhin sind das einige der Punkte, die viele Menschen an solchen Orten wie Wolfertschwenden schätzen.